üblen Ort. Ich fühle, wie ich mit ihm runtergezogen werde. Aber ich muss durchhalten, wenn ich dich stolz machen will, Bruder. Wasser, bitte. Was will er? Wasser, bitte. Hier. Verdammt, was soll das, Sascha? Lassen Sie ihn, Sergeant! Wie war das? Ha? Wie ist das, ha? Wie finden Sie das? Viel besser! Du kleiner Pisser! Sergeant? Hey, Sie halten sich raus! Hey! Stopp! Nicht schießen! Nicht schießen! Er ist es nicht wert! Daniels! Scheißkerl! Wer sollte das? Hast du was zu verbergen? Das Schwein hat uns was vorgespielt! Hör damit! Was steht da? Das sind Befehle für Sprengstoff an der Brücke von Remagen. Das Zeug wird 5 Meilen nördlich von hier auf Laster geladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das die letzte intakte Rheinbrücke. Das ist ja interessant, Fritz. Willkommen, ihr feindliche Laster mit Sprengsätzen durch. Sie dürfen nicht den Rhein erreichen. Pearson hat befohlen, dass wir die Bäume fällen und die Straße versperren. Wo zum Teufel steckt Pearson? Wahrscheinlich in irgendeinem Loch mit dem Zünder. Und seinem Whisky. Weißt du, was noch betrunken macht? Unterkühlung. Nicht, wenn wir in Bewegung bleiben. Stiles, Sie bleiben bei Pearsons Gruppe. Hab ich ein Glück. Daniel Sussman, Sie kommen mit mir die letzte Ladung platzieren. Wird ein hübscher Hinterhalt. In Ordnung. Für ein Glück, dass wir die Infos gefunden haben. Ein Schritt näher am Rhein. Wir sitzen den Deutschen im Nacken. Wir müssen nur die Laster aufhalten. Ich mach das. Achte auf die feindlichen Laster auf der Straße. Da ist unser Dils. Die Aussicht ist ein Knaller. Auf der Straße sind Nazi-Transporter. Werfe Granate! Bis sie in Position sind.
Rüber damit! Kommt geflogen! Um die Sprengsätze zu zerstören. Bayern, Howard, zieh sich in die Straße. Sichern Sie aus erhöhter Position unseren Angriff, damit wir die Laster zerstören können. Hey, ruhig bleiben. Achten Sie auf Patrouillen. Starten wir! Wir brauchen einen Weg in die Basis. Ich folge dir.
Wir müssen zu einer erhöhten Position vorrücken. Na los, na los! In einer Reihe!
kommt durch das rechte Tor. Granate! Granate, auf und rück!
Gar nicht gut. Juden dürfen sich nicht erwischen lassen. Ruhig, wir schaffen das. Mach schon, ja. Das war knapp. Alles klar? Sie haben Sassmann. Das tut mir leid für ihn, aber wir kümmern uns um den letzten Laster. Nein, sie gehen nirgendwo hin. Sassmann wurde verschleppt. Die Mission zählt. Er braucht mich doch. Meinen Befehl missachtet. Dann warte das Kriegsgericht auf mich. Deserteure werden strengstens bestraft. Also bringen wir es einfach hinter uns. Ist besser für alle. Sergeant! Das war's. Sie sind raus aus meinem Platoon. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die Juden separat. Die Marken weg. Los doch. Sie suchen Juden. Wer sind die Juden? Die Juden.
Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Stück Nazi-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Wir sind Amerikaner. Punkt. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Seit Sassmans Gefangennahme sind 8 Wochen vergangen. Ich versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren. So, Neues über Sassmann? Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserin. Kasserin? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Pearson? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vors Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschechter Kriegsheld. Willkommen daheim, Red. Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen, verstanden? Corporal? Ja, ma'am. Ist alles okay, Red? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Red? Red? Sie sind ein Kriegsheld. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Ehrenhaft entlassen. Außerdem haben die Deutschen Sassmann. Aber ich gebe ihn nicht einfach auf.